Ach, und übrigens, dann hat er auch gesagt, diese Türme bauen, um den Pharaoh-Schwarm auszuschalten. Den haben wir ja gesehen in der Nähe von Meridian, diesen Turm. Also doch eventuell, um diesen Ausschaltcode zu dechiffrieren. Treffen Sie Ihre Wahl. Sie verfügen jetzt über die Informationen zum wahren Ziel und Zweck von Project Zero Dawn, die weitaus mehr als streng geheim sind. Dementsprechend können wir Ihnen leider nicht erlauben, diese Anlage zu verlassen. Sie haben jetzt drei Auswahlmöglichkeiten. Bitte überdenken Sie jede davon sorgfältig. Es stehen fachkundige Berater bereit und bei Ihrer Teilnahme. Sie werden auf der Grundlage Ihres Fachgebiets in einem Projektteam zugewiesen. Ihnen sollte bewusst sein, dass ein harter Weg vor uns liegt und der Ausgang des Projekts unsicher ist. Es wird von Ihnen erwartet, mindestens 80 Stunden pro Woche zu arbeiten. Krass, 16 Stunden pro Tag. Die Kommunikation mit Familienmitgliedern wird stark eingeschränkt und in Echtzeit überwacht. Bei erfolgreicher Fertigstellung des Projekts werden Sie und Ihre nächsten Angehörigen oder zwei Personen Ihrer Wahl in den versiegelten Elysium-Lebensraum überführt, um den Rest Ihres natürlichen Lebens dort zu bringen. Ha! Vielleicht war das eins von diesen Teilen, wo wir reingefallen sind als Kind. Eins von diesen Räumen, wo Sie dann überlebt haben, bis Sie gestorben sind aber. Ich glaube, dass Sie nicht gemacht hätten, wenn Sie Zero Dawn nicht geheim gehalten hätten und die anderen Operationen gemacht haben, um Zeit zu gewinnen. Richtig, dann hätten sie es bestimmt nicht gemacht. Unbegrenzte Gewahrsam. Sollten Sie die Teilnahme an Projekt Zero Dawn ablehnen, werden Sie für unbegrenzte Zeit in Gewahrsam gehalten. Sie haben 48 Stunden Zeit, Ihre Entscheidung zu überdenken. Danach gilt Ihre Ablehnung der Teilnahme als unwiderruflich. Es werden sämtliche Anstrengungen unternommen werden, Ihnen Gewahrsam so angenehm wie möglich zu machen. Doch Ihnen ist jeder Kontakt zur Außenwelt verboten und Ihr Tod innerhalb von 18 Monaten aufgrund der Pharaoh-Plage ist unvermeidlich. Wenn die Zero Dawn-Anlage verlassen wird, werden diejenigen Häftlinge, die sich nicht für die Sterbehilfe entschieden, freigelassen. Krass. Sterbehilfe. Die Informationen, die Sie gerade erhalten haben, stellen verständlicherweise den Sinn und Weiterlebens in Frage. Wenn Sie es vorziehen, Ihr Leben an diesem Zeitpunkt zu beenden, bieten wir Ihnen einen schmerzlosen Tod an. Es ist eine Wartefrist von 48 Stunden erforderlich, während der Sie sich stattdessen zur Teilnahme oder zum Gewahrsam schließen können. Bitte benachrichtigen Sie Ihren Berater, wenn Sie Ihre Entscheidung treffen möchten oder weitere Fragen haben. Krass. Aber gut. Dem Projekt nach, ja. Dann müssten die das wohl so machen. Scheiße, ne. Für die Nachbesprechung der Präsentation. Es ist überaus wichtig, dass sich die Kandidaten freiwillig und wissentlich zur Teilnahme am Projekt Zero Dawn entschließen. Bekräftigen Sie, dass die Kandidaten aufgrund ihrer Fähigkeiten und Leistungen ausgewählt wurden. Betonen Sie, dass ihre enge Teilnahme... Aha. Okay, da geht es nur darum, dass die sozusagen wirklich sicherstellen wollen, dass die Leute auch davon überzeugt sind, dass es funktioniert. Hier können wir, glaube ich, noch rüberspringen. Gibt es eine Menge zu lesen in diesem Spiel, ne? Mich ein bisschen an System Shock. To be given the opportunity to rebuild what I, the damage that I, well, I don't feel worthy of it, but I will do it absolutely. I want to stress that this was never about your culpability. It is to me. Alert. Dr. Sobek, Margot, they were smart to get out of Pharaoh when they did, but not one of us took it as a warning sign. It just told ourselves they weren't cut out for the BTRI. Ups. Na okay, da geht's da hinten dann scheinbar noch weiter. Jetzt habe ich damit aufgehört. Okay, das war die Aufnahme von dem einen Typen, der sich gehofft hat, dass er damit wenigstens seine Schuld von sich weisen kann, indem er an der Lösung hilft. If you're still nauseous. Verdammt. Schon wieder übersprungen. Scheiße. Immer so. Naja. Wäre nett für den Background, aber Ron Felder. Is he to make sure I behave this time? Security. For your protection. Would you like to discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. No. Flabbergasted. Like my own man would say, flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought you people were just completely underprepared for a spaceflight project. But now I can see it's worse. Much worse. Sobek is a total fantasist, a dangerous fantasist. This kind of blue sky, it's... Jesus. Oh. I'm sorry we wasted each other's time. I'm ready to leave now. I'm afraid that's not possible. Everything you're talking about here isn't possible. I recommend you read the documents regarding your options. I've seen enough. I'm getting out of here. Uh-oh. What did you... You don't... Get your hands off me!
Ja, da hat sich wohl jemand entschieden, in Gewahrsam zu gehen, sozusagen. Das gestrandete Fesseln. Ist das eins von diesen, das kann ich als Artefakte benutzen, oder? Das hier ist dann wahrscheinlich der Gefängnistrakt hier. Ist das hier das Gefängnis? Das ist eins von den Gefängnissen, die sie hatten. Ich nehme doch mal stark an, dass ich hier alles durchsuchen soll, weil ich hier wahrscheinlich nicht nochmal rein kann, da der Eingang direkt unter dem Hauptlager von den Schattenkaja ist. Okay, hier geht es dann weiter, wenn man sich dafür entschieden hat, teilzunehmen an Project Zero Dawn. Gibt es da noch eine dritte Präsentation? Intruder! Oh, get her! Whatever you do, don't die now. No! Was du auch immer machst, nicht jetzt sterben. Sehr, sehr gut, sehr gut. Immer so gute Tipps, die der Kollege für uns hat. Warte, gehen die Teile später in der Luft oder? Von denen haben wir jedenfalls erwischt. Ah! Sache, der hält da zwei Pfeile auf einmal aus, ne, von den großen. Ist schon manchmal ein bisschen frustrierend. Wie Max. Ich glaube, du verstehst das nicht richtig, Alex. Sorry. Ach, oh, da ist Donnie! Uff! Ah! Ich krieg so viel, ich treffe ihn sowas von nicht. Ach, das ist gut, das jetzt noch richtig mit Feuerfeilen auf den loszulegen, warum nicht? So, jetzt ist er wenigstens im Brand. Dann war es das auch schon mit dem. Was hier auch für Worte er immer hat. Guck mal, jetzt sagst du es selber. Ich dachte, du bist auf der anderen. Du wolltest den Shinlu sozusagen nicht zustimmen, dass der Typ nicht unbedingt der Motivator Nummer 1 ist. Okay, gut. Shinlu war dafür, ihn zu töten. I hashed it out with them, what the point of Artemis was. I made it clear I wasn't on board for a global zoo. Mm. We haven't exactly proved ourselves to be great custodians in the past few thousand years. So the idea of a reconstituted biosphere, well, it's horrifying, isn't it? A complete horror show. We have no right to take a best guess at this stuff. But the alternative? Nothingness. For there to have been all this and then nothing. And with Charles Ronson running the show, I respect him. He's got a passion to him. He's hot-blooded. So I said I'll do it. I'll put my all into this, literally. When the project is done, I'll take the medical option, thank you. Counselor said I might change my mind. I told him that he didn't know me very well then. For life's sake. I'll do the dirty work. But I want no part of this pathetic, attenuated future on offer. I'm an outdoors man. Never did. Ja, okay, das heißt, der hat also prinzipiell daran gearbeitet, aber wollte nicht weiter, wollte es dann sozusagen nicht erleben, wie es passiert, in der Welt irgendwo in einem Bunker zu leben. Zero Dawn. It is art, in a way. An expression on the grandest scale. But there is so much unfairness. Hierdurch kommen wir nicht, oder? Why? Nee, verdammt, da ist geblockt. Finden wir da eventuell... Finden wir da keinen Zugang zu? Stromkabel haben sie jetzt nicht, ne? Ich glaube, das sollte eher im Vergleich sein zu irgendwelchen Leuten, die sagen, war aus einem anderen Grund rumkreischen, falls, wenn du weißt, was ich meine, Alex. Now, those lame FBI black hats at Mockingbird back in the day... I enjoyed schooling them.
But maybe I went in too hard on this poor counselor. She was cute, and just going down a checklist after all. Couldn't expect her to see how ridiculous Zero D's ambitions are. Ah, da! Are. Stimmt, du hast recht. Da sehe ich sie, die Netzwerkkabel. Das Platin wahrscheinlich schon wieder. I'm just calling it like it is. Hey, look. Schon wieder ausgemacht, um das hier aufzunehmen. Das heißt, der Tate hat am Ende doch überlebt. Ich dachte, der hatte sich dagegen gewehrt. Ah, Moment. Hä? Muss ich erstmal den aufmachen? Here we go. Another one of these. Need to find the right. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. Okay. Also eine Energiezelle fehlt schon wieder. Ah! Vielleicht kann ich da oben hochspringen. Könnte das sein? Ich hör mal kurz hier diesen Lock zu. I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Ah! Also wahrscheinlich, was hat die gesagt? Oben wäre noch ein Emitter. Ah, okay, was? Nach oben, links und... Ja, wie gesagt, hier fehlt halt einer. Machen wir den erstmal auf. Wahrscheinlich ist das dann für oben. Was? Links? Oben? Links? Unten? Wieso? Sind das echt fünf tatsächlich? Oben ist richtig, dann nach links. Erstmal, dass wir hier fünf haben, ne? Unten und dann rechts. Wahrscheinlich ist das dann hier für den Vorratsraum. Done. I should check the door nearby. Ja, oben wahrscheinlich. Das ist dann der Vorratsraum, womit ich... Oh, schade natürlich, wenn ich dann eine Energiezelle für... eine extra Energiezelle finden könnte, dann wäre das... Ah, nee, doch nicht, wird jetzt. Immer noch... Ja, oder ist das die unten? Ah, dann ist das die hier. Schade eigentlich. Oder ist das der Vorratsraum jetzt? Ja, das muss der Vorratsraum sein. Wahrscheinlich komme ich dann da hoch, wo wir eben gesehen haben, in dem anderen Raum und wo wir es über Seil klettern konnten. Viele Möglichkeiten gibt es hier jetzt nicht. Found one. Looks intact. Das ist ein Emitter. Und da hinten liegt auch noch was. Wollen wir kurz rüberklettern. Vorratskiste. Prinzipiell immer diese Vorratskisten dafür da, um Waffen zu machen, ne? Dann checken wir hier mal den Emitter rein. That should do the trick. So, jetzt müssen wir das noch lösen. Oben, links, unten, rechts. Also das heißt, den müssen wir nach unten machen, den anderen nach rechts. Und dann gucken wir uns für den letzten nochmal das an. Ist aber auch nicht so sicher, ne? Wenn man hier einfach die Kombination direkt rechts daneben schreibt. Hätt? Das falsch schon gemacht. Nach oben, nach links, nach unten, nach rechts. Hä? Soll das falsch rum sein? Ah! Kann das... Ernsthaft? Kann das sein, dass das umgekehrt ist? Weil seht ihr, dass da hier unten der Pharao umgekehrt steht? Nee, oder? Alter, ist das... Warte mal, ist das unten links? Das kann doch nicht sein, oder? Das wäre doch ein richtig geiles Rätsel. Wahrscheinlich verschwende ich hier gerade meine Zeit. Ich sehe schon kommen. Das wäre dann unten... links. Niemals, oder? Das ist ja zu geil. Unten, links. Oben. Rechts. Das müsste halt spiegelverkehrt dann sein, ne? Und das wieder nach unten. Nee, schade, ich habe mich schon zu früh gefreut. Boah.
Wisst ihr, weil hier Pharao umgekehrt stand, dachte ich, dass das vielleicht sich umgedreht hat. Also andersherum. Also wieder hoch. Ich hab das aber... Also du meinst hier vielleicht... Von rechts, unten... Und dann links und dann hoch. Sollte das ja gleich funktionieren, wenn ich den jetzt nach oben schalte. Ha! Immer noch nicht. Je oh, oh. Unten. Ja, wie ist... Nee, hier. Falsch rum auch gemacht. Rechts, unten. Also oben, links, unten, unten. Ach so. Der ist ja unten. Unten, rechts. Was war der letzte? Nach oben. Was? Ich hätte das doch schon einmal umgekehrt gemacht. Unten links. Habe ich damit nicht angefangen? Unten links. Damit hatte ich doch angefangen mit dieser Sequenz, dachte ich. Oben, rechts, unten. Ich dachte, ich hätte damit angefangen mit der Sequenz. Scheinbar nicht. Was habe ich denn da falsch gemacht? Ich werde noch ganz bekloppt hier. Danke, Priest, für den Tipp. Habe ich die ganze Zeit irgendwas falsch gedreht. Seht ihr mal, und ich habe noch lustig... Darüber geredet, von wegen, dass das so unsicher sei. Eclipse, they're here. Avoid contact. Warum? Lines look good. Gaia, it's up there, second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Weißt du was, ich werde hier mal ein paar Bomben bereit machen. Die Bomben sind nämlich gar nicht mal so schlecht eigentlich. That was close. So, wollen wir mal gucken, wie gut die Bomben gegen die Bosse sind. Oh, offensichtlich noch... Was ist das denn? Da müssen die ja wirklich oben auf der Bombe draufstehen. Das ist ja Wahnsinn. Null. Null bringen mir gerade die Bomben. Naja, wenigstens. Irgendwie sind die alle in Flammen aufgegangen. Wahrscheinlich, weil der. Weil der eine zu nah dran stand. Ach, da lebt noch einer, verdammt. Da sind sie oben vor allem noch. Ja, noch einen. Ich glaube mittlerweile ist... Oh, das sind Explosionspfeile, die die benutzen. Deswegen machen die so einen krassen Schaden. That's the last of them. Alert. H-Lon structural failure. Repeat. Or not. Doch nicht? Und da kommt noch mehr. Oh, verdammt. Ah!
Habe ich sie? Jetzt habe ich sie doch alle erwischt. Nee, doch nicht. Gucken wir mal, ob wir eventuell dem gleich die Waffe abziehen können. I will teach you to bleed. Haben die eigentlich die ganzen Waffen von den Osirams oder woher haben die Waffen? Room's clear. For a moment anyway. Hoffe ich jedenfalls. Get moving. You have to find Gaia. So, okay, jetzt erstmal hier Sachen erforschen von wegen. Komm, beweg dich. Ich habe nämlich die Sorge, dass ich hier eine Energiezelle finden könnte, die eventuell nicht mitnehme. Wahrscheinlich, genau, die haben ja gesagt, dass dass da oben Gaia ist. Also das KI-Projekt. Aber Fahrstühle funktionieren nicht. Das heißt, ich muss da wohl oder übel diese Seite. So, warte, ich glaube, kann ich dem vielleicht die Waffe mitnehmen? Dann probieren wir es mal. Vielleicht kommen noch mehr von den Typen. Ah. Oh Mann, hier gibt es aber wieder viel zu scannen. Sehr, das sieht ja aber so ein bisschen daraus, als hätten die hier mit Robotern rumgearbeitet. Hm, was haben wir da? Margot Shen an Elizabeth Thobeck. Wow, du hast nicht übertrieben, was Gaia Vorliebe für Tiermorphologie angeht. Klar, das ist nicht völlig überraschend. Ihre Bots müssen schließlich mit einer rauen Natur klarkommen, aber ich glaube ebenfalls, dass der eigentliche Grund dafür tiefer liegt. Ihre Entwürfe sind nicht einfach nur funktional. Sie wirken fast wie, tja, wie Würdigung, als ob sie ihren Verluste bereits betrauert. Und nicht nur wie eine Würdigung der sterbenden Fauna unserer Zeit, sondern auch fossiler Kreaturen in einem, was immer Gaia ausdenkt, Herr Fastus wird sie bauen lassen. Ich wünsche nur, ich wäre ein oder zwei Jahrhunderte noch hier, um zu sehen, wie sie... Kann das sein, dass sie damit meint, dass prinzipiell Gaia die Tiere oder die Roboter, die sie gebaut hat, die sehen ja alle aus, oder sehen sehr ähnlich aus, so wie Tiere. Das meint die vielleicht damit. Hello, oh. I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. You probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine. Motiviert waren sie aber auf jeden Fall, wie happy die klingt. Conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical in places. If Gaia was designed to save, I've seen these shapes before. In cauldrons. But of course, the birthing places of Gaia's machines. Hat die gerade hier was übersprungen? Verdammt, da hätte ich nicht weiterlaufen sollen. Also muss man hier wirklich stillstehen, wenn die anfängt zu sprechen. Elizabeth Sobeck, wenn ich deine Brillanz auch nur ansatzweise in Frage stellen würde, hätte ich dich nicht an Herve. Du musst aufhören, dir über das Alter und deinen Kommunikationsstil Gedanken zu machen. Du bist, wer du bist. Typisches Beispiel, dein letzter Entwurf für den Plan, Bootstrap-Silos zur Lagerung von Roma zu bauen, ist herausragend. Das ergibt zusammen. Eins noch, sprich mit Kühner, bevor du die Silo-Inventar erstellst, wird es erste Aufgabe sein, die Roboter herzustellen, die für Minerva die Wellenformung Übertragungstürme zur Übermittlung des Diagnostikkurses bauen. Okay, alles klar. Da hat sie ihr so ein paar Anweisungen gegeben und gesagt, keine Sorge, du machst halt alles super. Ja, aber wie wir erwartet haben, die Brutstätten wurden benutzt.
natürlich um die von, wie hieß der, Hephaestus? Oder das Unterprojekt hieß Hephaestus. Die, Roboter zu bauen. Hab ich hier sonst noch irgendwas, was ich scannen könnte? Die Geschichten sind auf jeden Fall schon interessant, um zu wissen, was passiert ist und wie es passiert ist. Zum Glück gibt es hier die Pilze. Dass ich mir ein bisschen was zur Heilung nehmen kann. Okay. Sollten wir jetzt in Richtung von Gaia vorstoßen? Oh, guck mal. Da können wir bestimmt noch hin, oder nicht? Ich hoffe, dass hier jetzt nicht schon wieder ein paar von den Gegnern kommen. Ich finde das nämlich gerade angenehmer, mich ein bisschen hier auf die... I think this is it. Elizabeth Sobeck's office. But it's sealed off. There's got to be a way inside. Keep looking. Darauf zu konzentrieren, wie es hier mit der Geschichte weiterging. More Eclipse. Ah! Careful now. Okay, dann würde ich hier mal irgendwo eine Öffnung finden, um die mit meinen Pfeilen zu berieseln. Wir sind ja irgendwie an so einem Steuerpult oder so, ne? Oder komme ich an denen vorbei? Muss gar nicht gegen die kämpfen, an dem Punkt scheint das so. Das heißt, da gibt es auch nichts zu lesen oder so? Ich nehme einfach mal an, nein. Wird weiterlaufen. Ist ja da auch kein Weg gerade, wo ich wirklich die konfrontieren muss. Oder? Wahrscheinlich falle ich hier jetzt runter und dann geht's sofort. Und dann muss ich die angreifen. Oh. Welcome to Apollo. The collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. Also Apollo wäre deren Datenbank, deren Wikipedia Idee. In cradle facilities around the world, ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. Huh? The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula. By which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Die haben das irgendwie. Welcome. Die haben das irgendwo in Fossilien gespeichert. Das heißt, irgendwo muss ich das so wahrscheinlich abrufen, oder nicht? Was haben wir denn hier? Eingekapselte DNA. Ja, da steht es wahrscheinlich. Eingekapselte DNA. In den letzten 10 Tagen habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Datenspeicherung umfassend untersucht. Magnetisch, optisch, Quanten sogar. Ja. Aber jede Möglichkeit hatte Schwierigkeiten. Eingekapselte DNA kann problemlos die mehr als 40 Zettabytes aufnehmen, die wir für Apollo anpeilen. Natürlich sind auch viele Einzelheiten zu bedenken.
Zunächst einmal müssen wir das inaktive Material auswählen, indem wir die Moleküle einbetten. Ich teste bereits 16 Kandidatenmaterialien. Außerdem müssen wir die Energiesysteme entwerfen und herstellen, ebenso wie die versiegelten Behälter, die die DNA für mehr als 1000 Jahre auf unter 18 Grad Celsius behalten. Ja, dann hoffe ich, dass die irgendwo noch für mehr als 1000 Jahre hier bei minus 18 Grad Celsius irgendwo DNA gesichert haben, ne? Wenn ich versichere, dass es auf meine Entscheidung keinen Einfluss hatte, darf ich dann zugeben, dass ich es als absolut passend empfinde, sogar verheißungsvoll, dass wir ausgerechnet die Bausteine des Lebens nutzen, um das menschliche Wissen vor den mechanischen Ausrottungen zu bewahren. Es ist nicht nur ironisch, sondern heroisch. Das Leben als Held, der die Mächte des Vergessens niederschlägt. Auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Ha! Ganz genau, die müssten sie irgendwo schon reinstecken, das Wissen darüber, stimmt schon. Na dann, viel Glück, Alex. Ich wette, dir macht genauso viel Spaß wie mir. Ich habe es aber nicht mehr weitergespielt, wie gesagt, ich wollte mir das Spiel größtenteils angucken, um mir eine Meinung bilden zu können. Auch wenn nur basierend auf etwa 3 Stunden Spielzeit, also so viel ist nicht. Gab es hier noch mehr? Da wird die mit separaten Dateneinträgen bereits übertroffen und wächst weiter. Reden, die Tests laufen gut. Kinder und Erwachsene zeigen hohes Engagement und Vertrauen in die Akteure Aristotle und Ephasia. Ich finde sie auch unglaublich spannend, besonders auch debattieren. Da ging es dann darum, prinzipiell den Leuten das irgendwann mal beizubringen. Ne? Musst du auch mal machen. Ich erwarte, das mit dir zu zocken. Och, oh, mein Lieber. Dann möchte ich deiner Erwartung aber nicht enttäuschen. Es tät mir leid. Können wir den schnell... Hey. Ich würde sagen, warum geht das? Warum bietet der mir jetzt nicht an? Okay, dann haben wir jedenfalls 2 weniger. Auf der rechten Seite scheint mir keiner entgegenzukommen. Bedeutet, vielleicht gehe ich auf die linke Seite, weil sie mir dann... Weil sie da entlang gehen. Oh, verdammt. In welche Richtung gehe ich hier? Ist er da? Wo gehe ich denn hier lang? Das ist eine Abstellkammer oder sowas. Oh, verdammt, einer hat mich jetzt gesehen. Digga. Da hinten kommt noch einer. Was? All of this lost. The ancients' greatest gift to us. Greatest? How about the fact we exist at all? Verdammt, verdammt, verdammt. Ja. I see something. To abide in ignorance is a curse, Aloy. You of all people should know that. Wieso eigentlich alles verloren? Ist das wirklich alles zerstört worden? Ha! Ja, mit denen haben wir jedenfalls weniger Schwierigkeiten als mit den vorherigen Gegnern. Okay, das sollte jetzt reichen. Hoffe ich jedenfalls. Alles versteinert, aber vielleicht kann man noch was retten. Das hoffe ich doch. Das hier ist dann wahrscheinlich der... Das hier muss ja dann wohl der Datenkern oder so sein. Komm, wir klettern hier mal hoch. Vielleicht können wir da irgendwo mehr Informationen finden. Saving these for the trail. Nein? Hier drin vielleicht? Gucken wir mal. Oh, das ist ein Audio. Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. Ah, my name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff.
the highest ranked officer of the United States Armed Forces. Ah, den kennen wir schon. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory. A falsehood perpetrated on the civilian populations of the United States and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh Plague, I did my job and did it well. I was bold and decisive, crafty in political maneuvers. It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. Ja, komm, du wolltest doch irgendwas beichten. My only lasting achievement was the extinction of life on Earth. And my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks by throwing more death at it. It is my hope that there will be no need for men like me in the world to come. If you are one of the people of that future world listening to this message, please know that I am sorry and that I wish you well. Sincerely, Aaron Harris. Ja, ich dachte, der hätte noch mal ein bisschen mehr Detail gehabt. Scheint so, als ob vielleicht eins von diesen, das sind glaube ich diese Speicherpunkte hier, diese großen Kanister. Ich hätte eigentlich erwartet, dass, okay, da scheint einer auf jeden Fall kaputt zu sein. Ob die alle kaputt gegangen sind. Warte mal. Naja, nee, das ist er nicht. Hm, hier kommen wir ja nicht durch, oder? Nee. Wundert mich ein bisschen, dass wir hier nicht mehr von dem Projekt Apollo noch finden. Scheint halt wirklich kaum was übrig geblieben zu sein. Das Projekt war um 2066, rechnen wir jetzt mal grob 100 Jahre oder so hinzu und dann müssen wir im Jahre 500 Jahre oder sowas, ne? Die haben ja gesagt, es würde etwa, 400 Jahre etwa dauern, bis das Projekt imstande ist, die Welt sozusagen wieder neu zu terraformen und so. Also 2555, schätze ich. Okay. Hier geht's weiter. Welcome to Hades. Zero Dawn's Extinction Failsafe Protocol. The ultimate killer app. Da haben wir's. I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what the... what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia 200 years from now and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos, a spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase one organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good. Ist ein bisschen geil darauf, ne? Still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. And how does it end up in the wreckage of a Pharaoh Titan? Getting worshipped by the eclipse. Das ist eine gute Frage eigentlich. God. I'm learning as you are, Aloy. Keep searching.
Tag, Max! Da ist er wieder! Sag mal, wie kommst du, dass du bei mir im Chat bist eigentlich? Wie geht's dir, Maxi? Leider ist das noch nicht Elex, aber du wirst lange drauf warten müssen. Wenn, dann sieh das wenigstens als eine Geduldprobe für dich an. Und hi, Jesus! Also das heißt, da haben wir's. Hades, also Hades, war prinzipiell deren Plan, wenn das alles hier nicht funktioniert mit Gaia, alles nochmal auf Null zu starten. Krass! Und denkt dann vielleicht momentan, Hades, dass alles hier zugrunde geht nochmal, dass wir das falsch gemacht haben und alles nochmal neu anfangen muss? Das macht schon Sinn, ne? Lärmbelästigung. Ich bin verwirrt, Lizzie. Bashcore. Wer behauptet, dass der alte TT zu Bashcore kodiert, ist ein Lügner. Nee, das ist kein Bashcore, das durch Hades die Wände wackeln und die Zähne klappern lässt. Das ist Death-Metal-Mädchen, klassische Musik. Hauptsächlich aus den 80ern und 90ern. Ich habe außerdem holländische Deathcore, japanische Gore-Grind und irgendwas schwedisches Kannibalenzeug besorgt. Zu lustig eigentlich. Das ist kein Bashcore. Also prinzipiell hat er hier Metal gehört und nennt das klassische Musik, nämlich in der Futurama-Episode. Hades Protokoll. Hier ist Tate. Hab gerade 3 Pillen eingeworfen, aber ich hab's mir verdient. Ich habe endlich die Lösung für Gas eher extreme Exekutivgewalt gefunden. Wenn das nicht 10 bis 12 Uhr Traumstunden wert ist, was dann? Davor ist jedes Mal... Okay, zu hart. Und sie stufen den Gaia-Kern ab. Klar, sie entziehen ihrer bildlichen Hände der bildlichen Steuer, damit Hades die Kontrolle übernehmen kann. Aber dabei brechen sie auch die Finger und manchmal auch ihre Arme. Das ging also nicht. Alles hängt davon ab, Gaia wieder Kontrolle übernehmen zu lassen. Zu weich und Gaia hat nur so getan, als ob die Kontrolle aufgibt. Bei allen Simulationen übernahm Hades das Kommando über das Terraforming-System und machte Prozesse rückgängig, nur damit Gaia heimlich im Hintergrund wiederum seine Prozesse rückgängig machen konnte. Als genau richtige Lösung hat sich erwiesen, Gaia in einer schützenden Codehöhle zu isolieren und so ihre Integrität zu erhalten. Sie dann von den Kommandoposten wegzurücken und Hades auf den blindlichen Chefsessel nehmen zu lassen, damit er loslegen kann. Die Pillen... Kann das sein, dass die irgendwann vergessen haben, dass Hades geschafft hat, Gaia in dieser Isolation gefangen zu nehmen? Wisst ihr, was ich meine? Bah, Alter, wie viele verschiedene Facetten es von dieser Welt und von diesen Lösungsmöglichkeiten gibt, ist schon krass. Archivmissbrauch. Mr. Tate, diese Nachricht betrifft Apollo-Archiveingang. Ihre 6. Eingabe ist nur in 5 Tagen und was für ein Prachtexemplar sie ist. Trotz führender Warnungen hinsichtlich unpassenden Materials haben sie sich entschlossen, zu einer holographischen Neufassung von anerkannten Klassen des extremen Exploitationsfilms anzugeben. In doppelter Hinsicht. Folterstreifen und sei es gleich in die Vergessenheit zu schicken. Dafür, dass sie einen Begriff verdeutlicht haben, der für Archivare für mich so lange mehrdeutig und ethisch umstritten war, die von Obszönität. Sie haben mich aus der subjektiven Zwickmühle befreit. Für die Richter Potters berühmter Satz, ich erkenne sie, wenn ich sie sehe, sieht. Na, ja, da hat er wahrscheinlich irgendwas versuchen, einen Schmuddel einzuschicken, nach dem Motto, hör mal, wir müssen, was weiß ich, diesen Porno hier oder diese Foltervideos archivieren. So, jetzt müssen wir aber langsam mal hier in Dr. Sobeks Büro kommen. Jetzt haben wir über Apollo, über Hades gelernt. Welcome to Eleuthia. Ach, the Eleuthia, crown and king of Gaia's subordinate Eleuthia functions. For it is by Eleuthia, Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Rochard Klein, the alpha in charge of this program. Warum labern die übereinander? Let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Also da haben sie uns doch nur eingefroren und nicht modifiziert. Our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 rally accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. Da hast du recht, Priest. Dauert ein bisschen. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors.
to provide nurture and inculcation during early child development, all of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêt? Kommt jetzt mit einer richtig krassen Vorlesung jetzt an nach dieser Einleitung. Alter Schwede. Was haben wir denn hier so? VZ-Klammern. Kammern. Ethogenkammern sind vor 2 Tagen angekommen. Erstaunlich. Untersucht habe. Okay, der ist von den Kammern, die untersucht. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ich werde jetzt aber ein bisschen schneller durch diese kleinen Texte hier durchgehen, weil da ist schon ziemlich sehr viel Detail in diesem Hintergrund. Ursprungsanlagen, Servitoren. Entwicklung künstlichen Persönlichkeiten für die Servitoren der Ursprungs. Näher ist hier Heiler, kommt gut voran. Wir peilen Turing 0,4 für diese Konstrukte an. Die sollte geringe Empathie und begrenzte Improvisation wechseln. Das heißt, sie haben doch an der KI gearbeitet, um das die ganze am Leben zu erhalten oder aufrechtzuerhalten. So, der hier noch. Ursprungsanlage versiegelt. Konnte versiegelt werden, bevor der Schwarm, der sich aus Xinjiang-Rion nähert, es entdeckt hat. Das Pingbecken des Wesentlichen ist gut für unsere Jungfernfahrt. Ist es ein Erfolg, was mein Disput mit den Betas über die Zygotenauswahl angeht? Natürlich verstehe ich, dass der Aufwand für Simulation des Genfluss in unserer zukünftigen Menschen begrenzt sein sollte, aber wir können uns darauf verständigen, dass es einen Spielraum zur Veredelung der zukünftigen Ursprungsposition gibt. Na, 100% alles lesen, du bist auch einer. Erstmal selber machen, dann gibst du mir diese Strange Challenges eher auf. Cradle Facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? Wahrscheinlich. There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Ganz genau. Ihr wisst ja noch, da ist bei uns im Allmother Berg gab's ja die Witcher Bücher sind viel die sind kürzer als die und da gibt's weniger Bücher als hier Einträge. Dass in dem Berg wurden wir zum Beispiel geboren, so wie wir es noch wissen. Das bedeutet, das war wahrscheinlich wirklich eine Einrichtung, wo sie uns was gedruckt, hergestellt haben, herangezogen. Alles fake, solange du davon keinen Beweisstream machst, sind das alles nur Lügen. Picture or didn't happen. Video als photoshopped. Sag ich dir. Das ist jetzt die Challenge, die ich dir zurückgebe. Also, vielleicht können wir dann irgendwo nochmal zurück zu uns, bei uns zu den Urmutterberg. Da können wir doch rein. Was bringt uns das? Da können wir eventuell erfahren, wo wir genau herkommen. Was would benefit from antilopony morphologies? Though Capric form shows superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of Gaia morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Eine KI mit Gefühlen. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. Ja gut, Empathie sollte sie ja haben. Das wäre ja genau der Grund. Was haben wir hier eventuell noch zu scannen? You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Prime. May I speak outside protocol?
When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... War sie sich nur unsicher, oder? You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead in fear and agony. What if it was all for nothing? Na, jetzt so am Ende nicht an dir zweifeln. Extinction was inevitable. Thanks to you, life will have a future. You really believe that? I believe in you, Elizabeth. In you, all things. Ah! Das schien so, als ob die KI aber wirklich fortgeschritten war. Tür aufstemmen. Ich gucke mich hier erstmal raus ein bisschen um. Horizon Zero Dawn hat so eine, ja, so wie jedes Spiel mit Zwischensequenzen, so eine Angewohnheit, mir nichts mehr übrig zu lassen, wenn ich die anderen Sachen nicht gescannt habe, bevor es weitergeht. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? Okay, gut, der daran gezweifelt, die KI zu benutzen. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Hm. Killswitch hört sich aber logisch an, eigentlich für eine KI, oder nicht? Sorry to contradict you, but Mr. Pharaoh's argument is sound. Ja. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. Blieb der eigentlich immer in dem Lager von Pharaoh Industries? Oder ist der auch dann Teil von dem Projekt Horizon Zero Dawn geworden, in dem der hier mitgekommen ist? Und so weiß man nichts, ne? Weil dann ist der, da hat er wahrscheinlich nicht so lange überlebt in seinem Turm. Okay, jetzt könnten wir die Tür, glaube ich, aufstemmen. Die einzige Sache, wofür wir unseren Speer nicht noch benutzen. So, erstmal gucken, was wir in der Vorratskiste so noch finden können. Odyssee-Fehlschlag. An alle. Leider habe ich furchtbare Neuigkeiten. Phasinis hat mich darüber informiert, dass die Odyssee-Mission fehlgeschlagen. Was war Odyssee nochmal? Die letzte Nacht zeigte die Telemetrie eine katastrophalen Antimaterie-Eindämmungsfehler an, als die Antriebe zum Verlassen des Sonnensystems hochfuhren. Das Schiff, die Mannschaft, die Ladung von Zygoten und Samen, das Alpha-Modell von Apollo, alles verloren. Zero Dawn ist jetzt die letzte Hoffnung auf den Fortbestand der menschlichen Spezies und das Leben auf der Erde. Ah, da haben sie also noch versucht, wirklich mit einem Raumschiff abzuhauen. Freelancer-Style. Hat leider nicht funktioniert, ne? Draußen alles tot ist und da alles lebendig aussah, muss beim Projekt gewesen sein. Ja, kann gut auch sein, dass er beim Projekt... Deswegen war er wahrscheinlich richtig beim Projekt, stimmt. So, das hier noch scannen. Artemis-Status. Es geht voran, Liz. Ich bin zuversichtlich. Falls man so etwas überhaupt noch sagen kann. Ich habe endlos mit Kyros Soos über ihren Proben verhandelt. So viele Spezies gefangen in makraben Hologrammschauspielen aufgehoben, nur für den Fall. 14.000, die zwischen 2000 und 3000 ausgestorben sind. Wir haben angefangen, eine primäre Abfolge festzulegen. Pionierorganismen für eine ausgewogene, nachhaltige Biosphäre ausgewählt. Es war schon viel zu oft zu spät. Wir haben ein ganzes Sammlerteam beim Schwan-Durchbruch im Myanmar verloren. Die Proben, die wir verloren haben, sind unersetzlich. Aber dank dir, Liz, wird sich der Kreislauf des Lebens biegen und nicht brechen. Die Erde war einst ein unbelebter Gesteinsbrocken und eines Tages wird sie wieder es wieder sein. Aber nicht jetzt, nicht so, nicht mit uns. Das heißt, die haben wirklich Schwierigkeiten natürlich gehabt, das, ihre Arche zu befüllen, ne? Das war halt die Sache. Sam hat das verbockt, er soll es gefällig helfen. Oder wenn aus guter Ferne sollte man damit spielen, Alex, mit Antimaterie. So. The Alpha Registry Master File. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. Lol. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Hoffentlich wird unsere Go inside. Wird unser Fokus jetzt nicht gehackt. Where
was born. Maybe. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. Ooh. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Yeah. Eclipse. Ist ja nicht so. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Und jetzt rennen? Okay, scheint so, als ob wir das kopiert haben. Nee, ist schon richtig. Wir wurden ja nicht geboren, ne? Wir wurden. Ist das Helis? Hey, ja! Na, wir wurden nicht geboren. Wir wurden, kreiert. Still alive. Good. I have a more suitable. Dir auch, Bärchen. Danke fürs Zuschauen. Mach's gut, Bärchen. Bis dann, ne? Oh, scheiße. Ne? Wo wachen wir jetzt auf? Oh. Das sind aber neue Schuhe. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jaron was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. Verdammt, den Fokus brauchen wir. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? Hauptsache, der so Patronen als Halskette. With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? Ja, das wirst du dich noch lange fragen müssen. I guess even a monster like you can have a glimmer of conscience. Zu Rost frage ich ihn nicht, der hat den Namen nicht verdient zu hören. Turn your face to the sun, child. Dressing up murder as religious sacrifice so you could feel better about it? No. I never doubted the righteousness of killing you. Hat auch so einen Imbusschlüssel unten am Hals. Your words touch close to the truth. In my heart, I deemed the order to kill you unworthy of me. You were just a savage girl. So I thought at the time. Even still, I aimed to kill you, and yet did not. Ja, richtig als Kragen, stimmt, Alex. Failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain, meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, da war es halt Vorausstimmung. I was meant to capture you here, so that you might die as a sacrificial offering to the sun. Oh, damit schließt sich der Kreis für ihn wieder. Everything. Ja, da war auch ein Fokus, ne? To be predestined and preordained. Ich glaube, das ist einfach der Wahnsinn, Alex, bei ihm. Du bist ein Narr. Du wirst er wird benutzt. On Hades. Some destiny. You're following orders, not some grand cosmic design. You're a puppet, with Hades yanking the strings, a pawn pushed around by larger forces. It'd be laughable if there weren't so much killing involved. Hades is an ancient machine,
not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. Okay. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Was erwartet er in dieser Erlösung, really in dem Licht? Do you hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane, homicidal Sun King to an insane, homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then open this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse Network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. Sie verstießen mich sinnlos, Gemetzel, ja. Why butcher dozens of innocents for no gain? It's a waste of effort. You're right. I won't even be there to enjoy it. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Naja, wir können da hoffentlich noch eingreifen, wenn wir schneller da sind. Judgment of the sun in these events? Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. Ha! Ernsthaft, da kriegt er. Da wird er geil von. So, you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Ja, er nimmt mich ein bisschen an die Klonkriege von Star Wars. Wo die Padme, Obi-Wan und Anakin ebenfalls in so eine Arena gesteckt wurden, um umgebracht zu werden. Zugegeben, ohne Fokus, ich weiß nicht, wo wir unsere Daten gespeichert haben. Karja faithful, rejoice. Alex sagt auch, alle Daten weg. Muss ich wohl nochmal rein. A new dawn trembles on the horizon. A new day, soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! No! Aber gut, die kontrollieren die nicht. Das ist falsch. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Früher haben wir gedacht, die kontrollieren die, aber Hades kontrolliert die. Can you not see the proof of the sun's blessing? Und braucht halt auch die Menschen. How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago. Das sind ja Pharao-Maschinen. The Radiant Turan ordered many faithless crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let
da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. So gut der Bodo dann über die Schwimmer. Hi Hatzel, schön, dass du da bist. Alles Gute. Wie geht's dir, Hatzel? Mir geht's passend. Bin schon sehr lange am Spielen hier. Und gerade stecke ich in der Zwickmühle. Keine Waffen scheinbar. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Muss es wohl irgendwo, hoffentlich ist mein Speer mit runtergefallen. Aber mit einem Speer gegen Behemoth? Steine? I'll never beat that thing without weapons. My weapons are up on the platform. There's no way out of this room. Maybe I could use the strength against it. Okay. Kann ich hier irgendwo an den Teilen hochklettern? Auf der Rückseite vielleicht? Nein. Ah! Ich hab eine Idee. Ich muss die jawohl, ich muss sie dazu bringen, die Stützpfeiler hier umzuhauen. So läuft das. Da kracht er dann nicht durch. Komm her, komm her. Oh, hier. Das kann ich halt nicht aufsammeln. Lohe. Ja, genau, ich brauche hier nur zwei. Dann sollte das zur Hälfte runterkommen. Ah, oder einen dritten. Komm schon. Ja! Jetzt ganz schnell umziehen. Jetzt komme ich so aus den. Jetzt komme ich hier aus dem Sand. In der vollen Ausrüstung. Ja, so geil. Von mir aus. Ich mach mit. Freut mich, dass du wieder gesund bist, Hatze. Hey, guess who got her weapons back? Now you're just a big dummy target. Come and get it! Naja, einfach ist er immer noch nicht. There's components on the sides of its head. They've got something to do with his lift attacks. Verdammt. Shit. In dem Moment konnte ich da natürlich nicht, das Gute ist, dass der jetzt abhaut. Oder in die andere Richtung läuft. Oh shit. Mal ein paar Heiltränke reinknallen. So. Eins, zwei. Okay, der ist schon langsamer, das ist gut. Dann vielleicht jetzt hier auf die Seite schießen. Und down ist er. So, sehr schön. Guck mal, haben wir den noch gelootet? Siehst du mal, mit der richtigen Ausrüstung. Ha, ha, ha. Ja, ja. Da seid ihr platt, ne? Dein Kleiner hat jetzt zwei Wochen Ferien. Der Halbjahrsfeier bekommen, war richtig. Freut mich, hat's auf jeden Fall. Glückwunsch für dich und den Kleinen. Bist du bestimmt super happy. Shadows, kill her. Hat der Kleine bestimmt gute Arbeit geleistet. Zwei Verwüster auf einmal, von mir aus. Kommt schon. Kill her. Why leave it to them? Come get me yourself. Ja, super Plan, gute Herausforderung. Die Challenge darf. Ah, guck mal. Boom. Guck mal, wer da endlich mal ankommt. Silence. Silence. Die Verstärkung ist endlich eingetroffen. So sieht's aus. Ah, cool. Kann er uns das auch beibringen, wie man
Lol, sind die auf einmal voll happy. Ja, alle platt machen! Traitor! Ach, der wusste an dem Moment noch gar nicht, dass Silas, oder vielleicht wusste der, dass Silas ein Verräter ist. Ja, zu Recht hat's. Muss er auch stolz sein. Hast du aber auch gut bestimmt immer mit ihm gelernt, geholfen, Schularbeiten gemacht. Tja. So you're here. Ist doch keine KI. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora Sacred Mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing creep. That data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Simon. Das war unser erster Dings, den wir aufgenommen haben. I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? Ich glaube, der wusste ja, wo ich gehen werde oder nicht. Ganz genau in der Cloud gesichert, Alex. I had to destroy a corrupted to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans. Ah, guck mal, ja, genau. Of course, far more advanced. Great. You're welcome, I guess. Helis recognized you back in the Sun Ring. Stimmt, Priest hat selber gesagt, er war ziemlich überrascht. The eclipse. Not that you knew the man who killed my... who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. Since when can you... Nee, verdammt. Ich wollte den anderen machen, da war ich ein bisschen zu schnell. How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the Sun Ring at high noon. Er hat aber überall diese blauen... I wore two striders getting here in time, but I did. Schläuche. Now be on your way. Stellen. Ich rate jetzt, wenn es blaue. Das blaue, der war gut mit seinem blauen Dings. Helis ist der Bruder von Silence. Yes, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht waren das Waffengefährten jedenfalls. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. Wahrscheinlich nicht. Come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not going to tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Carja territory, I brought armor to conceal your identity. Oh, cool. You think of everything, don't you? One of us has to. Das heißt, wir können diese Nebenquest doch noch machen. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Ja! Um dir sicherzustellen, dass wir ihm nicht folgen können, haben die mir gerade keine Kontrolle überlassen. Oh. Stufe 36, Alter. Da geht jetzt von ein... Wo sind wir eigentlich? Ja, wir sind hier nördlich, ne? Da hinten ist ein Speicherpunkt. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Wo haben wir den da? 168 Meter voraus. Komm, da gehen wir jetzt mal hin als nächstes. Wie viele Fertigkeitspunkte haben wir jetzt eigentlich übrig? 8 Fertigkeitspunkte! Ja, wir haben ja einige durch die Quest bekommen. Ich muss mir überlegen, wie ich die jetzt alle ausgeben werde. Das Herz der Nora.
Ja, das, wir haben jedenfalls eine Menge herausgefunden. Wir haben herausgefunden, was jetzt Project Zero Dawn war. Project Zero Dawn war eigentlich einfach nur eine neue KI zu erstellen, mit vielen Sub-Projekten, die eintreten sollen für eventuelles Fehlschlagen von Zero Dawn und so weiter. Also ist schon ziemlich cool. Darth Priest noch, warum reden die so entspannt? Helios müsste doch Verfolger schicken und die Noah werden bald angegriffen. Haben wir bald unsere Kaffeekästchen? Ja. So wie Alex sagt, Videogame Logic. Damn, Dust. Wenn wir weit weg sind, da können sie uns nicht mehr, da folgen sie uns dann einfach nicht mehr. Jetzt wissen wir, was Project Zero Dawn ist. Jetzt müssen wir prinzipiell herausfinden, vielleicht wie Hades die Kontrolle nach wie vor an sich genommen hat an dieser Subroutine, die sozusagen alles immer wieder resetten sollte, wenn es nicht funktioniert. Und ja, da haben wir diese Alpha Registry, wo wir zurück zu unserem Geburtsort müssen. Nochmal ganz genau auf die andere Seite von der Welt. Zur Urmutter gehen. Aber ich glaube, das machen wir erst beim nächsten Mal. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis dann.